Seid, wacht doch mal auf und wendet euch mal ab von diesem Irrweg. Und ihr habt doch wirklich alles um euch herum. Es gibt hier, gerade in Deutschland, es gibt genug Autos, Häuser, Kraftwerke, Felder, aber auch genug Krankenhäuser und Schwimmbäder. Und ihr habt doch alles da. Teilt es doch einfach nur vernünftig und dann habt ihr alle was. Und dann teilt doch, dann geht raus in die Welt und schafft auch dort noch irgendwie die blühenden Landschaften, die es hier schon lange gibt. Lasst euch doch nicht ins Boxhorn jagen von irgendeiner bescheuerten, angeblich tödlichen Krankheit. Ihr müsst irgendwann sterben. Punkt. Das kann morgen passieren oder mit 97. Jetzt schließt sich der Kreis, dass sich die Menschen um mich herum, die informieren sich dann aus der Tagesschau. Die wissen das alles nicht, was wir wissen. Also, dass man seinen Job verliert, dass man bis nach Schweden irgendwie gestalkt und verfolgt wird von der Zeit. Man sagt, dass, wenn ich das Leuten erzähle, die nicht aus unseren Kreisen kommen, sagen, das kann ja gar nicht sein. Das habe ich nirgendwo gelesen, das habe ich auch nirgendwo gehört, das wüsste ich doch, wenn wir in der DDR lebten. Liebe Community, diese Plattform und auch die Dokumentarfilme entstehen zu 100% durch eure Spende. Wir haben keine kostenpflichtigen Abos und stellen jeglichen Inhalt zeitversetzt online. Unser Dokumentarfilm mt-film.eu und auch project-fovea.com und die Produktion des neuen Films Können 100 Ärzte lügen, sind extrem aufwendige Projekte. Wir müssen investieren in Filmequipment, Server, Grafik und natürlich in die Honorare unseres Teams. Ihr macht das möglich, so dass kritische Stimmen durch viele Menschen eine breite Öffentlichkeit erreichen. Ich danke euch für eure Unterstützung. Euer Kai Stut. Hallo, liebe Zuschauer. Ich freue mich heute, Sven Böttcher begrüßen zu dürfen. Ich habe einige Dinge gesehen. Es gibt ja mittlerweile doch auch sehr viele Leute, die eine Kritik äußern in der Öffentlichkeit. Du gehörst auf jeden Fall zu den schillernden Persönlichkeiten dazu. Magst du dich vielleicht noch ein bisschen vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen? Ja, das liebe ich besonders. Also mein Name ist Böttcher, Vorname ist Sven. Ich schreibe seit, ich glaube, 35 Jahren relativ viele Bücher und Filme, obwohl es schon welche gibt. Und zwischendurch gründe ich Firmen oder leite Firmen und was mache ich noch? Ja, übersetzen tue ich auch, aber das muss ja eigentlich genügen. So, mische mich gelegentlich ein. Du hast Filme geschrieben, also Filmdrehbücher, gehe ich jetzt mal davon aus. Sind da welche Bekannte dabei, die man so kennt, oder? Das ist alles Fernsehen. Also man kennt so Filme wie Manitou oder zuletzt war es die Truckerin, glaube ich, für Sat.1. Das ist einfach Primetime Mainstream. Manitou ist, glaube ich, auch weltweit in 40 Ländern. Läuft da, das führt nicht dazu, dass man damit Geld verdient. Das ist ja alles das Buyout-Prinzip. Also der Sender verdient damit gut. Ja, ein paar kennt man, aber das, ja. Wie ist das, wenn wenn man sich kritisch äußert und für den Mainstream arbeitet, ist das überhaupt noch möglich oder hast du da auch schon Schwierigkeiten? Ich habe zu Beginn dieser, das ist, also erstens ja, das ist schwierig, zweitens habe ich zu Beginn dieser Pseudokrise oder Krise, ist ja eine, einen gemeinsamen Freund von uns verlinkt oder jemand, den wir beide sehr schätzen, der hieß früher Ken, und habe daraufhin vom ZDF auch öffentlich gehört, dass ich auf der schwarzen Liste stehe und da nie wieder arbeite. Okay. Kurz danach habe ich dann auch meinen Presseausweis verloren. Also das ist so sicherlich schwierig, sagen wir es mal so. Kann ja sein, dass es sich nochmal irgendwie ändert, wenn wir das alles irgendwie mal diesen Bann irgendwie aus der Welt schaffen. Aber im Moment glaube ich nicht, dass da irgendjemand mit mir arbeiten würde. Das war aber vorher auch schon schwierig, weil ich 2001 angefangen habe, über Themen zu schreiben und zu veröffentlichen, die man nicht so gutiert. Das war der 11. September damals und bin dann auch bei der ZDF-Zeitgeschichte, brauchte man mich plötzlich nicht mehr. Und so. Das ist einfach, ist normal. Aber jetzt ist es eben, glaube ich, erstmal vorbei. Also hast du Ähnliches erlebt wie ich auch, also ein permanentes Spießrutenlaufen, weil sich der Markt verändert. Ich denke, du bist ja auch schon sehr, sehr lange dabei, dass man merkt, also ja, ein Business, was 2000 lief, das ist dann 2010 schon nicht mehr möglich gewesen und jetzt in der Krise merkt man das noch mehr. Also wer da sich öffentlich kritisch äußert, der erlebt Repressalien oder hast du das jetzt in den letzten nochmal, zwei Jahren erlebt? Also nochmal, wir können nochmal über den gemeinsamen Freund sprechen. Wenn du eine gewisse Reichweite hast, wie Ken, der Künstler,
die man vorher kennen nannte. Wenn man die hat, dann ist es natürlich besonders verheerend. Also ich will einfach mal einen Gruß an Kaiwan, wo immer er jetzt gerade steckt, irgendwie schicken und sagen, dass das ist natürlich skandalös. Und du und ich haben nicht diese Reichweite. Also man muss uns ja vielleicht nicht ganz so in die Pfanne treten. Es reicht ja auch, Leute wie dich und mich mehr oder weniger totzuschweigen. Das erledigt sich dann ja mehr oder weniger von selbst. Wenn die Reichweite größer ist, muss man natürlich anders vorgehen. Ich glaube, bei uns ist es einfach so. Ist ja schön, ich grüße auch gerne in die Runde und von uns beiden. Aber wir sind ja noch nicht die Galionsfiguren dieser Bewegung. Und vielleicht kommen wir ja mit guten Scherzen durch. Das ist ja, was ich mit Matthias mache. Einmal am Sonntag. Es ist ja nicht so, dass wir das lustig finden, aber wir versuchen einfach, Humor zu alles behalten. aufzubereiten. Ja, das sind ja Dinge, die kann man auch nur noch so sagen wie wir eigentlich, dass man sagt, das war doch nur ein Scherz. Und hoffentlich. Ich meine, wir leben ja nach Steinmeier in der besten Demokratie, in dem besten Deutschland, das es jemals gab. Was macht das mit dir, wenn du so einen Satz hörst? Ich gucke gerade so hinter dich und denke, du bist gar nicht im Westen Deutschland, dass das hier gab. Also wir zwei nicht. Ich bin auch gerade zu Besuch in Dänemark. Das ist dieses Neusprechen, dieses Orwellsche, was du überall hast, dass du sagst, du behauptest einfach irgendwas völlig anderes oder irgendwas Sonniges und Rosiges. Das ist jetzt alles irgendwie eine neue Form von Frieden, was wir hier haben und es ist das beste Deutschland, das wir jemals hatten. Ja, wer es glaubt. Also mir tut das insofern weh, was ich bin ja nicht freiwillig auch jetzt, habe Frau und Tochter jetzt aus dem Land getragen oder gebracht und gesagt, ich möchte nicht, dass ihr unter irgendwelchen, dass ihr bei 17 Grad unter Bomben sitzt, in diesem Wildpark ohne Licht. Also mir tut das weh und ich habe das auch noch nicht aufgegeben, die Hoffnung, dass wir da vielleicht doch nochmal was erreichen. Weiß nicht, wie es dir geht. Du bist da vor dem Bauwagen und bist nicht in Deutschland. Das sieht zu Ja. sonnig aus. Naja, ich kann das vielleicht Du so bist. beschreiben, dass ich, ist ja nicht jetzt mein Interview, wo ich ausgefragt bin, aber wenn du mich schon fragst, dann kann ich das einfach ganz klar auch beantworten. Es gab eine gewisse Naivität, dass ich dachte, man könnte noch etwas verändern. Ich habe ja 2010 das Project Fovea gegründet, 2011 Ignorance Pulls the Trigger Kampagne und hatte eigentlich die Hoffnung, dass man etwas verändern kann. Die war dann aber sehr schnell, hat sich die in Luft aufgelöst und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ein Staat innerhalb so kürzester Zeit zu einer Autokratie werden kann und habe dann aber feststellen müssen, dieses Autokratische war immer vorhanden. Es war nur etwas, was jetzt in dieser Krise dann richtig zum Vorschein gekommen ist, so dass man es auch nicht mehr übersehen kann. Und jetzt ist es einfach so, ich kann in diesem Land nicht mehr leben, weil ich würde mich jeden Tag schwarz ärgern über die Ignoranz, die den Auslöser sieht. Und das ist so vielleicht meine kurze Geschichte. Und das ist natürlich etwas, was mich wütend macht und wo ich auch nicht den Mund halten will und wo ich einfach gucke, wie ich da meinen kleinen Beitrag zu leisten kann, dass die Menschen das nicht mehr ignorieren können. Ich mag ja keine Interviews, ich mag nur Gespräche, deswegen mache ich jetzt einfach weiter, weil die Frage ist ja, die stellen wir uns beide. Was machen wir denn jetzt? Das war schon für mich und Matthias der Ausgangspunkt. Dieses Wir müssen reden ist ja ein programmatischer Titel. Das findet aber nicht mehr statt. Also das ist eigentlich das Wesentliche. Und wenn das verloren geht, was verloren gegangen ist, also schon vor vielen Jahren, aber erst recht mit Beginn dieser Krise, wenn wir nicht mehr miteinander reden, sondern höchstens noch übereinander und die Leute einfach den Mund tot machen, dann ist für mich auch wirklich Feierabend. Und die Frage, du kannst dann weggehen. Ich frage jetzt, ich stelle die Frage, wieso kannst du weggehen? Hast du keine Verwandten, keine Kinder, keine Haustiere, dass du einfach deine Sachen packen kannst? Das Leben ist Veränderung und ich glaube, natürlich habe ich Verwandte. Also meine Mutter lebt in Deutschland und sie will da auch leben. Und ja, sie ist auch geimpft. Das muss jeder, also ich bin da ziemlich pragmatisch. Ich sage ganz einfach, jeder ist seines Glückes Schmied und ich bin ja keine 18 mehr oder 16 und bin halt komplett darauf angewiesen, sondern ich war mein Leben lang eigentlich unterwegs. Und
Deswegen glaube ich schon, ist es wichtig, dass wir ja einfach auch wenn wir einfach das Gefühl haben und dass es kein guter Ort ist, dem Gefühl auch entsprechen. Und ich bin sehr gefühlsgesteuert und nicht kopfgesteuert. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, was ist, wenn meine Mutter krank wird? Das wird sich dann ergeben. Also die hat ja auch die Möglichkeit, hierher zu kommen. Und so glaube ich, dass wir uns nicht abhängig machen sollten von Dingen, die wir als unmöglich erachten, sie zu verändern. Das sehen wir ja gerade in der Ukraine. Da sind viele Menschen, die müssen ihr Leben verändern, sonst werden sie totgeschossen mit deutschen Waffen. Ich frag das nur, oder wir sind ja nicht vorbereitet auf nichts. Ich frage dich das nur auch, weil ich ja mit vielen Menschen spreche. Wenn man das von außen sieht bei mir, dann klingt das immer so wie bei anderen Euromillionären. Ich bin nur keiner. Also es ist ja ganz einfach oder relativ einfach, wenn man sagt, na, die Konten sind voll. Dann zieh doch einfach um nach, weiß ich nicht, Nordafrika, Südafrika, weiß der Geier, Moskau oder in die Karibik. Und viele Menschen, mit denen ich spreche, haben das gleiche Problem wie ich. Ich konnte das hier auch nicht. So, also dieses nach Dänemark gehen und alles abbrechen. Und ich muss ja eh pendeln, aber das einfach, es geht eigentlich nicht. Das will ich damit sagen. Also das sind so viele Menschen, die sagen mir, ich finde das auch nicht gut im besten Deutschland, das es je gab. Das ist doch Bullshit. Ich möchte auch was anderes. Ich möchte das verändern oder ich möchte hier weg. Aber ich kann das nicht. Und ich verstehe auch, dass es wirklich bei vielen einfach nicht geht. Also wenn du jetzt festangestellt bist irgendwo beim Amt oder meinetwegen sonst wo als Zettelsortierer und sagst, es geht mir komplett gegen den Strich, ich werde hier krank, aber ich kann hier nicht weg. Ist ja ein großes Problem. Also dass man psychologisch, weil man dann eigentlich sagen muss, ja, es muss ja irgendwie gehen, dann wähle ich doch lieber wieder die GroKo. Damit wenigstens Ja, die gestern FDP gerade raus erlebt, ist. würde ich sagen, Ja, ne? eben, ja, eben. Aber das, na, Also dieser da. psychologische Hintergrund, es gibt ja offensichtlich mindestens 20 Millionen Leute, die sich nicht haben, also diese tapfere Kontrollgruppe, die nicht mitgemacht haben. Und ich denke, die sind nicht nur, das sind nicht nur Serumpaniker, sondern die meinen das schon ernst. Das Ja. ist ja ein beträchtlicher Teil, das sind ja 20 Millionen, ich glaube, es gibt 10 Millionen Schweden, also wir hätten da ja genug für die Freie Deutsche Republik, die ich schon seit 2 Jahren gerne hätte. Deswegen bin ich ja auch pendel ich zwischen Dänemark und Norddeutschland. Ich warte hier auf Schleswig-Holstein, dass wir das Oh, hier. ja. Ja, ja, ich denke, im Grunde genommen ist die Lösung ja relativ einfach. Die Geimpften kriegen den Westen und der Rest kriegt den Die Osten. Also Ungeimpften. Sehr hätten schön. wir einfach Du, ich habe. die Mauer wieder da, die Mauer der Impfung sozusagen. Dann haben wir doch eigentlich wirklich alles gelöst. Ich denke, dann können wir da uns rumexperimentieren und auf der anderen Seite geht es halt strukturiert voran im besten Deutschland. Ist ja sowieso das Ist aber, bessere wenn ich, Deutschland. Kai, wenn ich das sagen darf, also ich weiß nicht, wann du das hier zeigst oder sendest. Das ist mir eine große Freude. Ich habe es geschafft, Paul Schreier einzuladen zu mir in die Scheune, die ich noch irgendwie gekündigt habe, wo wir noch einen Tisch und Betten haben. Okay. Also einen Tisch vor allem. Und da habe ich Paul Schreier eingeladen und genau diese Frage haben wir auch diskutiert. Also, ob wir eine demokratische Deutsche Republik brauchen und wie wir das herstellen können. Kommst du von da? Nee, du bist auch aus dem Nee, Westen oder bist du aus dem Osten? ich bin Hamburger, also waschechter Hamburger, genau. Ja, In aber Hamburg das ist geboren. dann deswegen der Programmhinweis, das läuft bei uns in irgendwie den nächsten Tagen und in 2 Teilen. Das ist natürlich spannend, weil Paul kommt aus dem Osten und du weißt ja, dass er nun auch die sämtliche Themen der letzten 15 Jahre mit Büchern begleitet hat. Das ist Ja, ein hochspannend. Ja, gut, toller okay, dann. Journalist. Wirklich ein toller Ja. Journalist. Also ich habe ihn auch angefragt. Ich hoffe, dass das auch mal da irgendwann zukommt. Klar, ich meine, irgendwann ist das Maß der Belastung. Ein Interview ist ja auch oftmals eine Belastung. Es sei denn, man führt so ein Gespräch wie mit dir, dann ist das alles ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, das kostet natürlich auch trotzdem Energie. Ne? Das glaubt man so immer nicht. Aber wenn man so 4, 5 Interviews die Woche führt, dann
ist das manchmal schon das Zahnfleisch zu spüren. Ja, aber jetzt wollen wir wollen wir Paul Schreier noch ganz kurz zu Ende verherrlichen, weil Natürlich. das exemplarisch ist. Für mich, also vielleicht hört er ja nicht zu, dann ist das vielleicht, dann wird er auch nicht rot. Paul ist ein wunderbarer, intelligenter und bescheidener Mensch. Und das ist ja genau das, das sind ja genau die Leute, die dann sagen, ach, lass mal lieber und nee, muss ich jetzt auch nicht. Und ich habe auch schon genug gesagt. Die anderen, die Lautsprecher, sind ja dann immer ganz vorne und machen diesen Krach. Und die Leute, die wir eigentlich brauchen, nämlich wie Paul, die halten sich dann vornehm zurück. Ich verstehe das gut, aber ja, wie du sagst, also wenn man jetzt dauernd Interviews gibt, ja. Ja, er hält sich aber aus meiner Sicht nicht zurück, sondern aus meiner Sicht ist er in seiner Ruhe ein extrem guter Taktiker. Ken zum Beispiel ist ja extrem laut, jemand, den wir beide schätzen, ist aber auch ein guter Taktiker, hat nämlich im richtigen Moment einfach dann auch sich zurückgenommen, was ja viele nicht können. Viele können sich in diesem, und das muss man ja auch sehen, in dieser Öffentlichkeit, die dann ja auch einen sonnt und die einen ja auch eine Öffentlichkeit gibt, da nicht loslassen. Das erleben wir ja jetzt gerade, dass sich immer wieder der Widerstand einfach auch ja, von alleine zerlegt. Und das ist wirklich, wirklich schade. Ich denke da nur an die zwei, die sich also öffentlich jetzt da Schuldzuweisungen machen, was natürlich extrem kontraproduktiv ist. Gerade natürlich auch an der Nahrungskette, am Ende der Nahrungskette, wo ich jetzt mal die einschätzen würde, die das machen aus Überzeugung und aber auch natürlich ihre Rechnung zahlen müssen. Da macht sich sowas natürlich auch bemerkbar, weil nämlich gezeigt wird, hier ist ein Paradies zum Geldverdienen und man weiß nicht, wohin mit dem Gold und das wird dann durch die Gegend geschleppt und so weiter. Und das ist natürlich extrem kontraproduktiv. Denn eins ist klar, ein Widerstand kann nur entstehen, wenn viele Leute einfach auch die Möglichkeit haben, das zu tun. Und dazu kommt natürlich auch noch, ich denke mal, damit ist die Basis extrem geschädigt worden im ersten Akt und jetzt kommt der zweite Akt und damit wird jetzt nochmal das, ja, wie soll man sagen, der Widerstand natürlich noch massiver geschädigt. Und ich denke, wir sollten unsere Fäden, die wir haben, untereinander austragen und nicht öffentlich. Das ist, denke ich mal, so eine Sache, die mir so in der letzten Zeit wirklich aufgestoßen hat. Ne? Und wo wir einfach uns selber massiv ein Bein stellen. Wie siehst du das? Auch das waren ja viele Aspekte zum Preis von einem. Also ich, davon abgesehen, dass du, ja, du hast natürlich recht, man sollte Meinungsverschiedenheiten dann gepflegt hinter den Kulissen austragen und dann wieder mit einer Stimme sprechen, selbst wenn da mal einer rausgeht und man sich trennt und so weiter. Also, ohne Frage, aber ich glaube, dass was mich jetzt stört, ist an dieser ganzen Darstellung, die... Du sagst mal Widerstand. Ich bin zwar auch, ich möchte das nicht, ich widerstehe dem auch, ich möchte eine andere Welt, ich möchte eine andere Gesellschaft, aber ich sehe mich tatsächlich eher in der Position, genau wie du, glaube ich, dass wir sagen, wir reden, wir klären auch auf und weisen auf Dinge hin und sagen, ihr seid ja alle erwachsene Menschen, jetzt guckt doch mal dahin. Und wenn erwachsene Menschen sehen, bei so einer aufwendigen Geschichte wie dem von dir angesprochenen, Ausschüssen, Hintergründen, auch bei dem, was wir machen, das ist ja auch nicht unaufwendig. Und wenn man sagt, da gibt es dann mal Streit und ja gut, das muss ein erwachsener Mensch als Zuschauer auch ignorieren können. Also dass man sagt, natürlich ist das nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich sehe mich eher in der Beobachter- und Chronisten- und Aufklärer in Anführungsstrichen Rolle. Ja? Dass man sagt, ich weise euch darauf hin. Und das ist für mich das eigentlich Erschütternde. Da schließt sich der Kreis zu dem, was du vorhin sagtest, ist ja nicht nur der Staat, der plötzlich sich als totalitär entpuppt, sondern das Desinteresse oder die Ignoranz der vielen. Denn es gibt ja Möglichkeiten, dass wir können ja noch sprechen und wir können noch Bücher schreiben. Das ist nicht Wissen irgendwie hinter Klostermauern, wo man den Leuten sagen muss, nein, das ist keine Verschwörung, ihr, das, guckt doch dahin. Dann sagen die, ja, es ist eine Mauer dazwischen, da können nur Priester ran. Das ist ja nicht so. Das heißt, es liegt alles, liegt offen vor den Leuten. Und da muss man ja als Erwachsener auch ignorieren können, dass es jetzt mal so ein bisschen Dissens gibt zwischen irgendwelchen Aufklärern, diesen
Pappnasen, also wie uns oder so. Aber man sagt, ja, ich sehe doch trotzdem die Fakten. Und das ist für mich das Hauptproblem in dieser Zeit, dass die Leute, kann man wieder entschuldigen mit Matthias Burchert, das Schulsystem ist halt so lange schon so schlecht, dass sie alle zu blöd sind für alles, aber es liegt ja offen vor ihnen. Oder? Und wenn man Ja. dann demokratisch entscheidet und sagt, möchte ich aber nicht angucken und ich möchte, dass die Politik genauso weitergeht, wie sie ist. Das ist ja das, was passiert. Ich glaube aber, dass wir gerade miterleben, dass ein Trick angewendet wird, der ja besonders oder der den Leuten die Möglichkeit gibt, es zu ignorieren. Dieser Trick ist, ich nenne das immer Gutmensch. Du tust etwas Gutes. Wir müssen jetzt etwas Gutes tun, weil wir sonst uns schuldig machen. Und diese Falle ist eine andere Falle als ja im Zweiten Weltkrieg, als man das gesehen hat an der Uniform, an den Maßnahmen, an also heute ist der Trick einfach den Debattenraum so zu verengen, dass wir schon das Gefühl haben, wir leben noch in einer Demokratie, weil man kann ja kaum was dagegen sagen, dass wir ja doch den Mund aufmachen können. Aber es kostet ja auch unseren Job, es kostet unseren Kanal, es kostet unser Konto, es kostet viele Repressalien, die man erleiden muss. In meinem Fall sogar ein zerstochener Reifen beim Doppeldeckerbus. Das heißt also, der Preis kann auch tödlich sein, den wir dafür zahlen. Und ich glaube, das war manchmal nahe dran. Also wir denken da noch an diese Attacke da bei der Demonstration mit Ken. Also die Möglichkeit, dass das auch natürlich schnell eskaliert, ist sehr, sehr groß. Und in dieser Wahrnehmung, glaube ich, befinden wir uns, dass wir natürlich sehen, die Demokratie ist noch da, aber das ist auch ein Thema, wo ich natürlich noch ganz, ganz gerne mit dir darüber reden möchte. Wenn ein Staat eskalieren möchte, ist das nicht auch eine andere Art von Autokratie und nur eine gut verpackte Autokratie? Ich denke da nur zum Beispiel an die Reichstagsstürmung, ich denke daran an den 1. August, als man mit 30 oder 40 Polizisten eine Bühne eingenommen hat und um Hunderttausende von Menschen stand und eigentlich nur darauf gewartet hat, dass das Ganze eskaliert. Und das ist ja immer wieder passiert. Und ich glaube, in dieser Situation müssen wir einfach gucken, was ist überhaupt noch da an Demokratie? Gibt es überhaupt noch Demokratie oder ist es einfach nur eine Taktik? Und aus meiner Sicht ist diese Demokratie eine komplette Illusion. Gut, aber das war sie schon immer und das ist sie schon lange. Also die sogenannte Demokratie können wir ganz kurz ausholen. Das war ja ursprünglich mal so gemeint, zumindest bei Aristoteles, dass Demokratie heißt, dass die Bürger wählen und mitbestimmen dürfen. Bürger waren in Athen 10% Besitzende. Der Rest war kein Bürger. So gesehen hast du heute wieder demokratische Verhältnisse, weil 90% gar nichts zu sagen haben. Also das wäre eine athenische Demokratie. Wir sind einfach nur ein Sklavenfußvolk und haben gar nichts zu melden. Also gut, wollen wir jetzt nicht zu weit anstrengen. Ich würde gerne mal den Kreis schließen, weil das war schon immer so, es gab nur ein Gegengewicht und das ist für mich das Entscheidende in dieser Zeit. Man sagt also, Politiker, die sich daneben benehmen und irgendwelche Dinge machen, das gab es ja schon immer, aber was wir hatten, war tatsächlich diese vierte Gewalt und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied zu auch den letzten Pandemieversuchen von Krischi und ihren Freunden, dass man sagt, die vierte Gewalt ist auf diesem Weg von spätestens 2015 bis heute einfach so unterwandert oder ausgeschaltet worden und hat sich auch selbst mit ausgeschaltet. Wenn Welzer und Precht darüber dann diskutieren, dann sprechen sie ja in die falsche Richtung. Aber man sagt, die ist eigentlich nicht mehr da. Also der eigentliche Verrat an den Leuten da draußen geschieht durch die vierte Gewalt. Weil sie nicht mehr den Politikern irgendwie auf die Finger schaut, sondern eigentlich nur das echot, was da irgendwie gesagt wird. Oder? Ich meine, es war vorher schon so, dass es Korruption gibt, denn dass Klaus sagt, er hat alle Parlamente penetriert mit seinen Leuten. Das ist auch völlig ungeniert. Deshalb ist es so
Jetzt schließt sich der Kreis, dass sich die Menschen um mich herum, die informieren sich dann aus der Tagesschau. Die wissen das alles nicht, was wir wissen. Also, dass man seinen Job verliert, dass man bis nach Schweden irgendwie gestalkt und verfolgt wird von der Zeit. Man sagt, dass, wenn ich das Leuten erzähle, die nicht aus unseren Kreisen kommen, sagen, das kann ja gar nicht sein. Das habe ich nirgendwo gelesen, das habe ich auch nirgendwo gehört, das wüsste ich doch, wenn wir in der DDR lebten. Reden wir mal vielleicht über ein Thema, wo ich zu 100% weiß, weil ich da recherchiert habe, hunderte von Videos angeguckt habe, wie es sein kann, dass eine Reichstagsstürmung inszeniert wird. Also ich gebe mal vielleicht einfach die Fakten wieder, wo ich einfach hundertprozentig auch sagen kann, diese Sache war inszeniert. Ich stand an dem Tag auf der Seite, die den Reichstag trennt zum Tiergarten, und dort waren überall Hunde. Es waren Polizisten, die also praktisch den Zulauf abgehalten haben. Und es standen da circa 200 behelmte Polizisten. Und ich habe dann irgendwann gesehen, wie die Nervosität immer größer wurde, als dann nämlich die Leute da die Treppe hochgelaufen sind. Und auf der anderen Seite standen, und das haben wir hinterher in den Videos gesehen, hinter der Bühne Polizisten, die unbehelmt waren. Und diese ganze Geschichte fing etwa 3, 4 Stunden vorher an, als wir Leute gefilmt haben, die mit dem Mikrofon gesagt haben, heute holen wir uns den Reichstag zurück, und Trump wird kommen und so weiter. Und dann haben wir die ganzen Bilder analysiert und haben gesehen, dass diese Polizisten, als die Leute losgelaufen sind, die Unbehelmten, die hinter der Bühne standen, tatsächlich unbehelmt geblieben sind, keine Reaktion gezeigt haben und nichts gemacht haben, als die Leute dann praktisch da hochgelaufen sind. Und oben standen dann und wurden empfangen von diesem Schauspieler und einem weiteren Polizisten. Und erst dann wurde praktisch die Kolonne losgelassen, um praktisch das Ganze zu zerschlagen. Also da würde ich jetzt mal einfach sagen, ist eine Faktenlage, die einfach wirklich beweisbar ist, aber sie wird überhaupt nicht durch einen Untersuchungsausschuss, auch nur wird daran gedacht, es sozusagen zu analysieren. Es gibt genug Bildmaterial, um zu beweisen, dass das eine Fake-Aktion war. Und es gibt noch viele andere Dinge, wie zum Beispiel, dass die Kamera, also oben eine Kamera auf dem Kanzleramt stand, die schon 3, 4 Stunden vorher da stand. Es gibt natürlich auch die Bühne. Die ist ja in dieser Bannmeile der Politik gewesen. Also die radikalste Bühne hat man dahingestellt, wo der Reichstag ist, wo man jederzeit auch die hätte verbieten können, ohne Begründung, ohne gerichtliches Urteil, weil es einfach zum politischen Betrieb gehört. Das zeigt einfach, wir werden immer wieder in Fallen gelockt, die dann medial ausgeschlachtet werden. Du kommst aus diesem Bereich, ich komme aus diesem Bereich. Hast du das miterlebt? Also hast du das Gefühl gehabt, vor 20 Jahren war das anders, oder war das schon immer so übergrifflich? Also so, dass man auch wirklich Dinge inszeniert hat. Du hast etwas beschrieben, was eigentlich Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Journalisten ist, So das sieht's aus. aufzuklären. Also genau, das fällt aber vielen und von uns auch auf der alternativen Seite nicht so richtig auf, offenbar. Wir machen die Arbeit der öffentlich-rechtlichen und zwar aus eigenen Mitteln. Und das ist der eigentliche Skandal. Also wenn du jetzt Jens Lerichs Fair Talk siehst, die Idee zumindest war ja auch am Anfang genau die richtige. Wir haben einen Tisch, zwei Seiten, jeweils zwei Leute, wie auch bei Ken. Positionen, Idee eigentlich. Jetzt gibt es Streit und dazwischen sitzt ein Moderator, der schlichtet. Ja, das, im dänischen Fernsehen gibt es das übrigens. Also wirklich auch, aber zivilisiert und die Leute, die reden nicht durcheinander. Und deswegen wäre es die Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen gewesen, direkt zu Beginn der sogenannten Corona-Zeit halt Wieler und Drosten gegen Bagdi und Wodak an einen Tisch zu setzen und moderieren zu lassen. Scheint keinem so richtig aufzufallen da draußen. Was du jetzt gerade sagst, wenn man das sieht und beobachtet, dann geht man hinterher und stellt Fragen als Journalist, geschützt vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil das unserer ist, um diese Aufklärung zu betreiben. Dazu ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk da, laut Rundfunkstaatsvertrag, um dem Bürger zu erlauben, sich irgendwie ein Urteil zu bilden über die Dinge, die passieren. All das passiert nicht. Also wir übersehen quasi etwas. Wir beide, wir machen den Job der Öffentlich-Rechtlichen,
so pro bono oder dass man sogar fast und abhängig von Geschenken und Spenden. Das ist der eigentliche Skandal. Also, dass wir diese Öffentlich-Rechtlichen, das ist ja nun eine lange Vorgeschichte, komplett politisch durchseucht haben. Das Verfassungsgericht hat, als es noch funktionierte, auch, glaube ich, sehr klipp und klar gestellt, das muss aufhören. Die Politik hat da nichts verloren. Das ist ja dann nicht mehr keine unabhängige Gewalt mehr. Also da müsste man eigentlich ansetzen, dass meine nicht so informierten Bekannten und Freunde, auch wenn sie schon noch 10 Jahre älter sind, vor der Tagesschau genau diese Geschichten sehen. Also oder vor Monitor oder Plus Minus, wie es dann, oder Report, einem von dir geleiteten Report. Und sagt, wir haben das gesehen, wir haben die Bilder, wir haben die Zeugenaussagen und wir haben jetzt mal ein paar Leute dazu befragt, wie war denn das mit der Reichstag-Stürmung und was passiert hier eigentlich mit diesen Viren und wie ist die Rolle von Billy Boy? Das gehört ins öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ich habe ja, wie gesagt, so um die 2000 angefangen, journalistisch zu arbeiten. Natürlich mehr im Sportbereich, aber der Sport ist auch Politik und von daher habe ich natürlich auch sehr viele Einblicke gehabt. Ich habe auf der einen Seite das Gefühl, dass diese Korruption, diese unglaubliche Korruption, diese Illusion und auch die Welt der Illusion immer da war. Aber ich glaube, das, was jetzt in den letzten 15 Jahren entstanden ist, ist vor allen Dingen eine Verschärfung, dass man mit Geld sozusagen immer mehr Politik kaufen kann, immer mehr Medien kaufen kann. Hast du auch das Gefühl, dass sich gerade jetzt die letzten 20 Jahre seit der Digitalisierung der Welt das Ganze verschärft hat? Dass wir also wirklich tatsächlich nur noch in einer Welt der Illusion und der Korruption leben? Also verschärft, da habe ich das ja kein Gefühl von uns. Das ist ja einfach so, dass man sagt, diesem Übergang vom Kapitalismus in den Überwachungskapitalismus, das gehört ja zum Geschäft von unseren Freunden, den Googles und Facebooks dieser Erde, Meinung zu manipulieren. Also nicht nur Daten zu sammeln und dieses Behavioral Surplus, wie es so heißt, also diesen Verhaltensüberschuss aus den Daten zu generieren, sondern eben mit diesem Ergebnis auch Meinung zu manipulieren, ob zu Wahlen und Filterblasen zu erzeugen. Das heißt, sie werden ja auch nur noch Dinge vorgeschlagen, die eigentlich ein Echo machen, also die das bestätigen, was du sowieso schon glaubst, zu wissen. Das ist sicherlich, hat sich extrem verschärft in den letzten Jahren. Das ist Teil des Plans, also ein nachvollziehbarer Plan vom Big Tech und vom Valley und von allen, die da dranhängen, dass man sagt, dieses ganze demokratische Durcheinandergerede und Abstimmen, das nervt doch. Am Ende schicken wir einfach Siri zur Wahl, weil die ja eh besser weiß als ich, was ich gewählt hätte. Das ist ja tatsächlich so. Gut, sehr gute Idee. Ja, naja, gut, dass ich wählen soll. Auch wenn du dann drauf den Wahlzettel guckst und sagst, ach, das habe ich gewählt, dann wird ja der Algorithmus zwar nicht so richtig erklären können, warum, aber es wird schon stimmen. Ja, jetzt, weil Kai. Jetzt wird mir klar, warum gestern die Wahl so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Also, das kann nur eine Siri-Wahl gewesen sein, weil also ein Hofreiter, der fordert, schwere Waffen gegen Russland einzusetzen, und dann eine Partei, die irgendwie 14 oder 17%, ich weiß es gar nicht genau, bekommt. Und ein Kanzler, der im Untersuchungsausschuss einfach sein Gedächtnis verlieren kann, dabei straffrei rausgeht und einfach weitermachen kann. Das kann nur eine Siri-Aktion gewesen sein. Da muss irgendjemand hinterstecken. Also ich konnte es mir wirklich nicht erklären. Ich war baff gestern, das muss ich wirklich ganz klar sagen. Also so viel Ignoranz, also diese Ignorance Pull the Trigger Geschichte habe ich ja nicht ohne Grund gemacht, aber so viel Ignoranz geht gar nicht, das konnte nur Siri sein. Also, nein, ist die, okay, vielleicht eine Siri-Vorstufe in den Köpfen, aber die Frage ist ja bei der Wahl, lass uns das gern mal besprechen, was ist denn die Alternative? Also die für Deutschland ist ja keine, weil sie auch nicht sich löst von dem neoliberalen Gedanken, also eine wirkliche Alternative gibt es nicht. 40% haben, glaube ich, nicht mitgewählt. In NRW waren das 45 zuletzt, die nicht gesagt haben, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Also
Das ist ja auch ein Zustand zum Verzweifeln, muss man ehrlich sagen. Also die, die da noch hingehen, ich habe es ja auch gesagt, dann wählt doch die Tierschutzpartei und guckt nochmal ins Programm, ob die auch alle Tiere impfen wollen, sonst wählt irgendwas anderes. Gebt eure Stimme ab, aber es ist doch schon auch eine. Aber Sven, da werde ich ein bisschen unruhig, Ja, merke ich. weil ich eine Sache ganz klar denke und das auch aus meiner Erfahrung immer wieder erlebt habe. Also ich habe ja in verschiedensten Bereichen Erfolg gehabt und den habe ich gehabt, weil ich meinen eigenen Weg gesucht habe und weil ich mir sozusagen meinen Weg gesucht habe und nicht nach rechts und links geguckt habe, was andere machen. Also ich meine, der Fotografen Job gerade in der Modefotografie ist dominiert von homosexuellen Netzwerken, kann man ganz klar so sagen. Da ist es unheimlich schwer, als Hetero überhaupt einen Fuß reinzusetzen. Und trotzdem gab es immer Lücken. Also wenn ich das sehe, was nicht funktioniert, und das ist ja auch das, warum ich jetzt einfach diese Ignorance Pull the Trigger Kampagne kreiert habe, weil ich einfach gesagt habe, hey, wir können zugucken und wir können die Hände über den Kopf schlagen und einfach feststellen, wir leben nicht in einer Demokratie, sondern da sind einfach Parteien, die alle gleich sind. Im Endeffekt sind sie alle gleich. Völlig egal, ob es die AfD oder die Grünen oder weil sie nämlich alle gleich gemacht werden. Jetzt kann ich natürlich sagen, wie die meisten, interessiert mich alles nicht, ich kann nicht wählen. Aber auf der anderen Seite, und das ist ja auch das, was wir mit 1 Million erreichen wollten, dass wir nämlich einen anderen Weg gehen, dass wir nämlich zeigen, wir sind mächtig. Und wenn ich mir einfach vorstelle, dass wir im Widerstand oder im kritischen Bereich immer mehr werden und das schon 2020 da knapp 1 Million sich wahrscheinlich nach Berlin bewegt haben, dann wissen wir, wir sind viele. So. Und man kann am allerbesten das System zerschlagen, wenn man ganz schnell ist und unberechenbar. Und das ist das, was nämlich das Rationale nicht irgendwo einschätzen kann. Wären wir alle ganz schnell in die Basis eingetreten, und hätten praktisch, von innen diesen Apparat aufgeräumt, indem wir nämlich die Dinge hätten nutzen können, wie Untersuchungsausschüsse, wie Unruhe stiften, wie laut sein, diese ganzen Sachen, hätten wir richtig viel erreichen können. Wir haben eine Riesenchance einfach verballert. Und jetzt muss man mal einfach sehen, was passiert, wenn eine Partei innerhalb von wenigen Monaten plötzlich 1 Million Mitglieder hat. Wenn das wäre ein Zeichen gewesen der absoluten Stärke des Widerstands, das war für mich einfach die größte Hoffnung, die ich hatte, dass wir das bekommen. Und auch in dem journalistischen Bereich habe ich dafür Werbung gemacht und unter den Kollegen und jeder hat mir gesagt, ja, aber wählen will ich nicht, weil dieses System, nein, es geht einfach um Taktik. Und ich glaube, ein ganz, ganz großes Problem dieses sogenannten Widerstands ist, dass es keine Taktik gibt, auch keine Erfahrung mit Taktik. Und es gibt immer Möglichkeiten, dieses System friedlich zu sprengen. Und das wäre eine dieser Möglichkeiten gewesen, weil darauf hätte es keine Antwort gegeben. Und ich glaube, die gibt es auch immer wieder, diese Chancen. Und einer dieser Chancen müssen wir einfach ergreifen. Aber so wie wir es machen, glaube ich, werden wir sehr wenig verändern. Was sind denn die Taktiken oder die Strategien, die du siehst, die wir nutzen können, um einfach diese Gesellschaft wachzurütteln und sie zu verändern? Also deine Idee war ja schon ganz gut, die 1 Million. Also eigentlich hätte man dann die FDP, glaube ich, übernehmen müssen, oder? Oder wolltest du die Basis? Weiß ich gar nicht. Das ist eine Ich bestehende wollte die Struktur. Basis. Ich hatte das mit der Basis halt gedacht, weil es braucht was Neues. Sobald verfilzte Strukturen drin sind, darum geht es ja. Aus meiner Sicht ist Chaos das, was diese Politik aus ihrem Konzept bringen kann. Und Chaos ist etwas, was Aber heilsam sein kann. dafür musst du ja nicht sorgen für das Chaos. Also das Interessante ist, um es mal positiv zu wenden, das, was jetzt dieses ganze System, das wir da vor uns sehen, was sich über die Jahre immer weiter verfeinert und entwickelt hat, wir sind in einer schwierigen Position.
Aber ich habe das schon vor 2 Jahren geschrieben. Es ist ja von uns beiden nicht aufzuhalten und auch nicht, im Zweifel auch nicht von der 1 Million. Wir können aufklären, wir können darauf hinweisen in aller Freundlichkeit oder auch mal nicht so freundlich, das ist doch nicht euer Ernst. Aber jetzt verdichten sich ja die Dinge so, dass wir nicht für Chaos sorgen müssen. Das Chaos entsteht ja von selbst. Genau. Denn das ist jetzt tatsächlich so, dass sich viele Menschen in der die noch gar nicht so viel wissen, die das nicht interessiert, aber sie wachen ja, manche wachen so langsam auf. Oder viele sind ja in den letzten 2 Jahren auch schon also auf unsere Seite dieses Hasenbaues gekommen und sagen, da sind mir ja doch schon einige Sachen jetzt irgendwie suspekt. Viele fallen dann von einer Ohnmacht in die nächste, andere verweigern an einer bestimmten Stelle und sagen, wenn das wirklich so ist, das möchte ich gar nicht wissen. Ja, ich bin jetzt schon 72, nee, das möchte ich gar nicht wissen, da fällt ja mein ganzes Leben auseinander. Aber das ist spannend jetzt, finde ich, weil das System hat ja nichts anzubieten. Das ist nichts, da ist kein Versprechen, das im Raum steht, was nach dieser Krise von Viren bis Krieg führen und den Russen besiegen, wie immer das gehen soll, das geht ja alles überhaupt nicht. Am Ende steht gar nichts. Am Ende steht nicht, wie bei früheren Bewegungen, also dass man gesagt hat, der Stamm links rum möchte den Stamm rechts rum besiegen, damit alle irgendwie dann was zu essen haben. Oder wir wollen das Schanddiktat von Versailles aus der Welt schaffen. Das sind ja echte Ziele. Und da hast du ein echtes Elend als Basis der Massen. Und hier hast du eine Gesellschaft, die zu Recht verwöhnt ist, die eigentlich alles hat. Fährst sie jetzt so gegen die Wand und sagst, wenn ich mit euch fertig bin, dann steht da nichts Positives. Ihr seid dann alle total überwacht, kriegt irgendwie so ein Fantasiegeld auf euer Handy. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr da beim Bauern Kartoffeln, sonst nicht. Oder sitzt unter einer Brücke. Das heißt, es ist kein Versprechen. Und das wird uns in die Karten spielen. Insofern, wenn es dann in diese Zustände führt, ich sehe deine Skepsis, du darfst mir gleich widersprechen, aber ich habe die Hoffnung, dass dann noch viel mehr Menschen zu sich kommen und zueinander kommen und sagen, können wir diese ganze Gesellschaft nicht auch anders gestalten? Weil wir ja nochmal, wir haben alles. Das große Problem, was ich einfach sehe, also das wird so kommen, wie du es gesagt hast, und zwar 1:1. Manche Leute werfen mir ja vor, ob ich irgendwie Hellseher bin oder sowas, weil die Ignorance Pull the Trigger Kampagne ist natürlich, würde ich jetzt mal sagen, die Krise auf den Punkt. Also anders könnte man es gar nicht besser formulieren. Ich habe 20.000 Menschen dazu fotografiert und die sich alle, ich habe ja denen nicht gesagt, haltet hier die Pistole, die Handpistole gegen die Schläfe, sondern ich habe gesagt, hier, das ist die Handpistole, mach was du willst damit. Und wenn die Leute mich gefragt haben, was ich damit ausdrücken will, ist ganz einfach, ja, überleg doch einfach mal. Und dann haben alle gesagt, ja, tolle Kampagne, und haben mitgemacht. Und ich würde jetzt mal sagen, und das würde ich ganz gerne mal mit dir besprechen, weil ich bin so ein Fan, dass Leute auch wissen, in welcher Situation sie sich befinden. In welcher Situation befinden wir uns? Also was ist das Risiko, was ist der Worst Case und was ist der Best Case? Wo steuern wir darauf hin, wenn es so weitergeht? Der Worst Case ist der, dass sie, das ist auch keine Verschwörung von Einzelnen, also der Zeitgeist der Transhumanisten oder des Valley und der dranhängenden Geschäftsinteressenten, dass sie es schaffen, uns endgültig zu entzweien. Also dass man sagt, sie nehmen uns die Möglichkeit, über diese chinesische Totalüberwachung und den Social Score und Bargeldabschaffung, das ist nur noch auf deinem Smartphone, wenn ich dir dein Smartphone wegnehme, abschalte und wegnehme, dann bist du erledigt. Also du kannst nichts mehr einkaufen, du kannst dich eigentlich nur, du kannst auch mit niemandem mehr anrufen. Du kannst dich eigentlich nur noch, ich weiß zwar, wo du bist, aber dein Handy macht nichts mehr. Dann können wir beide ja nur noch so durch die Stadt taumeln und sagen, ist hier noch jemand anders, der so ist wie ich? Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und das wäre schlecht, das ist ja deswegen auch das Ziel. Also das siehst du ja an den chinesischen Vorbildern, sodass wir können euch alle sehen, orten und einzeln abschalten, wenn ihr uns nicht passt. In Kanada auch. Ja, genau. Aber Eigentlich, ne? das Genau. ist ja das Ziel, dass man sagt, diese ganzen lästigen, demokratischen und auch menschlichen Regungen, die müssen wir irgendwie kontrollieren und abschalten. Und wenn da einer stört,
Wenn er richtig stört, dann jagen wir ihn nach Schweden und er muss sich einen Bart wachsen lassen. Aber wenn er nur so ein bisschen im Kleinen stört, dann schalten wir ihn ab. Dann nehmen wir ihn aus dem Spiel. Und dann ist die Verzweiflung, wird dann groß sein. Du hast aber keine Möglichkeit mehr, Verbindungen herzustellen. Das ist das Ziel. Wenn sie das schaffen, dann haben wir ein Problem oder wir haben verloren. Weil wenn wir es nicht mehr finden, deswegen habe ich immer gesagt, du, es nützt nichts. Wir müssen im Moment jetzt auf die kleinste Position gehen und sagen, wir vernetzen uns mit unseren Nachbarn und irgendwie bis zu 150 Leuten, dass man sagt, wo kriege ich denn meine Kartoffeln her und wer hat denn noch dies und wer hat denn noch das? Das ist ganz Archaisches. Da müssen wir wirklich hin. Es hat keinen Sinn, jetzt schon in dieser Phase irgendwie zur Revolution aufzurufen oder zum Radikalhumanismus. Wir müssen erstmal im Kleinen sein. Aber nochmal, Worst Case. Sie schaffen das, uns alle voneinander zu trennen. Habe da eine extremere Sichtweise noch. Ich glaube, dass wir einfach, und das habe ich selber miterlebt, umso weiter man oben in die Spitze kommt, umso mehr Macht ist da natürlich konzentriert. Und wie auch unten, das kennen wir von unten, jeder versucht natürlich seinen Clan, seine Familie, und auch das weitere Umfeld einfach, voranzubringen. Das ist das System, aus dem viele Jahrhunderte einfach Kriege entstanden sind, in dem wir einfach natürlich diesen Clan, protektiert haben. Und das tun die da oben in der Spitze auch mit sehr, sehr viel Geld und natürlich mit dem Problem, dass sie einen Flaschengeist aus der Flasche gelassen haben. Und als ich 2000 in, ja, einfach viel Welcher soll das unterwegs war, sein? Welcher Flaschengeist? Also das ist ich. das Handy, Ja. das Smartphone. So, das Ja. Smartphone ist der Flaschengeist, dass praktisch überall dasselbe Bedürfnis geschaffen worden ist, auf der gesamten Welt. Und dieses Bedürfnis ist einfach so zu leben, wie diese Werbung uns das vorgibt. Also glücklich zu sein, dadurch, dass man so konsumiert wie alle anderen auch. Und ich glaube, dass der Clan, der oberste Clan, verstanden hat, dass das die Welt natürlich zerstört. Wir sehen das an so Sachen wie zum Beispiel Instagram. Wenn da jemand auf den Mount Everest steigt und ein Handy macht, dann pilgern da einfach Hunderte oder Tausende Menschen nach, die das auch nicht können und auch wenn sie erfrieren oder wenn sie in den Tod stürzen. Ganz wichtiger Punkt. Darf ich dich was fragen? Du kannst gleich weitermachen, aber wie würdest du das denn, wenn du jetzt an der Spitze stündest mit diesen 200 Milliarden, also dieser Hierarchien, wie würdest du denn das handeln? Ganz schwierige Frage, beantworte ich die auch sofort, wenn ich fertig bin. Ja. Ich glaube ganz einfach, dass da natürlich auch Genozide Strukturen aufgebaut wurden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wenn ich habe ja, wie gesagt, jetzt 60 Ärzte interviewt, da waren einige Ärzte dabei, die also wirklich ein Horrorszenario aufgezeigt haben. Also ich denke da nur auch an Professor van der Bosche, der sagt, diesen Winter werden wir uns wundern, weil das Immunsystem von vielen Menschen ist so zerstört, dass sie einfach umkippen werden. Die werden das einfach nicht überleben und die Krankenhäuser werden überflutet. Das ist mal so das. Ich glaube nicht, dass das so schnell entstehen wird, sondern ich glaube, dass die Taktik einfach war, dass man das Ganze sozusagen in die Länge zieht. Dass also wirklich, vielleicht das auch länger dauert als 10 Jahre, aber jeder, der sich impfen lassen wird, wird einen riesen Schaden davon tragen. In Form von Folgekrankheiten oder in Form von sofortigen Wirkungen, wenn dann weitere Impfungen dazukommen. Und ich glaube, dass wir nur eine einzige Chance haben, das Ganze umzudrehen, indem wir diese Leute warnen und sagen, ihr fahrt mit dem Zug gegen die Wand, ihr seid geimpft, wenn ihr jetzt nicht anfangt, euren Körper von diesem Gift zu reinigen, wird genau das passieren, was die schlimmsten Ärzte oder was die dramatischen Aussagen von Ärzten sind, dass nämlich 4,8 Milliarden Menschen in 10, 20 Jahren nicht mehr da sein werden. Davon gehe ich ganz fest aus, dass es so sein wird. Und jetzt komme ich zu der Frage, die Genau, du gestellt hast. Was kann man machen? das ist ein Extragespräch, was du gerade angefangen hast, weil ich glaube, auch du hast ja auch ein bisschen medizinische Vorkenntnisse, ich auch durch meine eigene Erkrankung und durch das viele, was ich darüber gelernt habe. Das müssen wir dann, glaube ich, nochmal in 2 Wochen machen. Also diese Gerne. ganzen, auch wegen der Frage, gleich Klammer wieder zu, wie weit wir davor geschützt sind, denn das Shedding kennen wir ja alle und die wenigen Experimente mit mRNA-Impfstoffen vorher waren ja auch für die ungeimpften Teile der Versuchsgruppen nicht ungefährlich, sondern tödlich.
Also da müssen wir auch Das habe ich aufpassen, jetzt du und gerade ich. nicht verstanden, was du damit meinst. Ich habe das in dem Wer, wenn nicht wir oder Bill, in dem Buch zumindest als Fußnote auch verlinkt. Das war der Stand damals. Es ist dann, wenn man Viren, und ich fange jetzt die Diskussion um Lanka nicht an, aber wenn man so hinein impft mit manipulierten Viren, und da bist du ja mit Van den Bosche schon richtig, und es dann zu einer ganz komischen Immunflucht kommt, dann ist die ungeimpfte Gruppe gefährdeter als die Geimpfte zunächst. Das ist ich kann dir den Link gerne mal schicken oder kannst du ihn mal mitverlinken. Ja, glaube ich Gut, aber gar das. nicht. Gut, Glaube ich okay, warte. überhaupt nicht. Wir kommen jetzt weg von dem, was ich eigentlich Okay. wissen wollte. Du als, das war meine Idee, war wer, wenn nicht Bill und wer, wenn nicht Klaus. Du an der Spitze dieser Pyramide, wo du sagst, das funktioniert so nicht. Die Leute wollen jetzt alle einen Kleinwagen. Es gibt nicht genug Stahl, es gibt auch nicht genug Energie auf dieser Welt. Wir haben das weit getrieben mit dem dauernden Wachstum und so weiter, und alle haben ihr Smartphone, alle können sehen, der hat ja in Deutschland auch zwei Autos, will ich auch, ich in China. Mit diesem Wachstumsversprechen, das dem Kapitalismus immanent ist. Wenn du weißt, das funktioniert nicht, das wird nicht gut gehen, wir zerstören unseren Planeten, dann sagt der Bill oder Klaus, ich möchte aber nicht, dass meine Kinder in einer völlig zerstörten Welt leben, was mache ich jetzt? Also Kai, du bist jetzt der Führer dieser ganzen Veranstaltung, was machst du jetzt? Ganz einfach. Ich glaube, die Lösung ist so einfach und die propagiere ich eigentlich mit dem Project for Veer immer wieder. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können den Weg gehen von Mark Zuckerberg, der sagt, in 5 Jahren werden wir nicht mehr auseinanderhalten können, was die reale oder die analoge Welt ist. Genau. Ab in deine Box mit Und deiner Oculus-Brille und genau. ja. Und Werbung funktioniert ganz, ganz einfach. Wir sind auf einen der größten Werbebluffs reingefallen, dass wir nämlich glücklich werden, umso mehr wir haben. Und die ganze Welt hiepert jetzt dieser Sache nach. Nach Anerkennung, einem Ego-Ding. Wir haben das, also auch die Corona-Krise war das absolute Zerstören der Restintuition. Das heißt, das ist wie eine Krankheit. Wir sind süchtig danach, Anerkennung zu bekommen. Wir sind süchtig danach, einfach das zu haben, was andere haben, was da ganz oben ist. Wir sind süchtig nach Konsum. Das gilt für jeden. Ich glaube, dem kann fast keiner entrinnen. Und das Einzige, was wir machen können, und das ist meiner Meinung nach die Lösung, wir müssen das, was uns als Mensch wirklich ausmacht, also das, was eigentlich das viel größere Potenzial ist, nämlich das Glücklichsein in die Welt bringen. Und das Glücklichsein ist so einfach, es ist in unserem Potenzial sozusagen angelegt. Wir brauchen keinen Transhumanismus, weil der Transhumanismus ist ein klitzekleiner Teil von unseren Möglichkeiten, die wir haben. Es ist nämlich der entartete Teil, der rein rationale Teil. Nämlich etwas zu benutzen und den Menschen aufzurüsten. Dabei sind wir so fähig, weil auch das ist aus diesem Intuitiven gekommen. Jede Idee, jede Sprache, alles, was wir haben, ist aus dem Intuitiven gekommen. Es ist einfach schizophren zu denken, dass der Transhumanismus plötzlich eine Weiterentwicklung des Menschen ist. Nein. Mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz dazwischen. Ja. Entschuldige, das ist eigentlich nicht böse, weil ich die ganze Zeit nicke und dir zustimme. Also das ist einfach natürlich die Antwort. Also dass man sagt, wacht doch mal auf und wendet euch mal ab von diesem Irrweg und ihr habt doch wirklich alles um euch herum. Es gibt hier gerade in Deutschland, es gibt genug Autos, Häuser, Kraftwerke, Felder, aber auch genug Krankenhäuser und Schwimmbäder. Und ihr habt doch alles da. Teilt es doch einfach nur vernünftig und dann habt ihr alle was. Und dann teilt doch, dann geht raus in die Welt und schafft auch dort noch irgendwie die blühenden Landschaften, die es hier schon lange gibt. Lasst euch doch nicht ins Boxhorn jagen von irgendeiner bescheuerten, angeblich tödlichen Krankheit. Ihr müsst irgendwann sterben. Punkt. Das kann morgen passieren oder mit 97. Aber was ich dich gefragt habe, war ja was anderes. Wenn du diese Leute nun mal hast, diese 8 Milliarden, die so ticken, weil du sie da auch hin erzogen hast mit dem Smartphone und mit dem Versprechen und mit dem immer mehr Sehnsucht wecken, das war für mich die Anfangsüberlegung schon von wer, wer nicht Bill, was macht man denn dann mit denen? Natürlich, wenn die zu erreichen, kannst ja, du würdest dann sagen, okay, ich schalte jetzt komplett um und kläre über all meine Kanäle darüber auf, dass es jetzt mal genug ist. Und Aber die andere Antwort wäre die, und da musst du dann vielleicht Rushkoff nochmal lesen, also der ja, was hat deren Idee ist aber anders.
die wissen das. Die wissen, dass sie wirklich Mist gemacht haben. Also, dass das so nicht weitergeht. Und die Antwort der Jeffs und Bills ist, sich dann irgendwie noch eine größere Yacht zu bauen. Und die einzige Frage an Rushkoff, der ja nun einer der wichtigsten Intellektuellen der Welt ist, auch wenn der nicht übersetzt ist ins Deutsche, war: Was mache ich denn dann, damit meine Security-Leute mich nicht erschießen? So, du hast mich gefragt, was, Was also willst ich du habe dir machen? eigentlich das beantwortet, was wir machen müssen. Ich habe dir jetzt vielleicht Ja? nur noch nicht beantwortet, wie wir es machen. Es geht ganz einfach darum, es gibt nichts Befriedigendes, als zum Beispiel, ja, einfach einen Menschen kennenzulernen. Das kennen wir, wenn wir verliebt sind, wir aber auch eine Woche durch die Natur zu laufen. Ohne viel, es gibt nichts Befriedigenderes, als seine Pflanzen sehen, wachsen zu sehen, seine Kinder wachsen zu sehen. Im Grunde genommen, das, was ja die andere Seite des Transhumanismus und der digitalen Welt geschaffen haben, ist eine extrem große Werbekampagne. Und das zeigt ganz einfach, wenn wir zeigen, dass das ins Unglück führt und das andere aber ins Glück und dann einfach auch das Vorleben und auch die Mittel der anderen, also der digitalen Welt nutzen. Und das gibt es tatsächlich im Ansatz. Die Leute motivieren, etwas zu tun, was sie noch nie getan haben, sich Herausforderungen zu stellen, zu sagen, okay, ich versuche jetzt einfach, mein Leben neu zu strukturieren, einfach etwas Neues, Spannendes auszuprobieren. Und das viele tun und viele das promoten. Und wir eine Werbekampagne machen, so gut verpackt, wie die anderen es auch tun, weil man kann von den anderen auch was lernen. Also ich sage das immer, oder ich habe das vor 20 Jahren schon gesagt, wenn wir was gegen McDonald's machen wollen, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Wir brauchen Drive-In für richtig gutes, handgemachtes, biologisches Essen, wo die Leute einfach mit ihrem fetten Hintern hinfahren können und dann einfach etwas Gutes bekommen. Und das ist diese Möglichkeiten, das ist sozusagen, also die Industrie an sich ist nicht schlecht. Die Politik ist nicht schlecht. Wir müssten sie nur zu unserem Gunsten verändern. Wir sind die Gesellschaft. Und das ist das große Problem. Wir denken immer, die anderen, die Industriellen, die Politiker und so weiter verändern die Gesellschaft. Ich glaube ganz einfach, wir verändern die Gesellschaft. Und wir können das. Wir könnten jeden Tag damit anfangen. Und das ist das, was mich ein bisschen enttäuscht in in diesen 3 Jahren. Am ersten Tag der Krise habe ich gedacht, mein Gott, endlich löst sich dieser ganze Wahnsinn auf. Dieser Wahnsinn einer korrupten, hochkorrupten Illusion und einer Illusionsblase, die einfach nur voller Korruption ist. Und hinter jede Kulisse, hinter der ich geguckt habe, war hochgradige Korruption. Und jetzt löst sich das auf. Und dann habe ich das gespürt, so am 1. August. Es funktioniert. Die Leute meditieren, die Leute, ich meine, Ken und ich setzen sich auf ein Wohnmobil und Tausende von Menschen setzen sich hin zwischen Leuten, die sich da zusammenprügeln. Und ich war wirklich extrem motiviert. Ich dachte wirklich, jetzt klappt das, dass man das Ganze sozusagen, dass die Gesellschaft versteht, was für eine Kraft sie hat. Und das ist ja einfach der zweite Punkt, den wir natürlich irgendwo, und das ist, warum, deswegen müssen wir Zeichen der Kraft setzen. Nicht einzeln, dass jeder im Grunde genommen da sein eigenes Süppchen macht, sondern dass wir zusammen die Welt verändern und einfach zeigen, wenn das eine nicht funktioniert, völlig egal, machen wir das andere. Und ich bin ganz, ganz sicher, wenn das in das Bewusstsein kommt, dass Spaziergänge nicht mehr funktionieren, dann meditiert man. Wenn Meditieren nicht mehr funktioniert, dann funktionieren andere Dinge wie One Million oder Dinge, die andere Leute, andere Ideen. Wirklich ein Haufen von wilden, verrückten. Ich fand das ganz, ganz toll, zum Beispiel den Film nicht Superman, wie heißt der andere noch, der jetzt gerade rausgekommen ist. Muss man sich unbedingt angucken. Wie die einfach ihre Party gefeiert haben. Wie heißt er denn noch, der mit dem gelben Anzug? Verdammt, mir fällt der Name nicht ein. Bisschen Werbung will ich ja auch machen für den Film. Der ist gut. Wir wissen nicht welchen, aber gut. Wir werden das herausfinden. Gut, das ist ja alles sehr Mir fällt er gleich optimistisch. noch. Superheld heißt er doch, ne? Genau, Superheld. Der Berliner, der also mit seiner Entourage einfach einen Spaß gezeigt hat. Das war wirklich richtig gut. Er hat einfach gezeigt, wie viel Spaß es macht,
einfach gegen etwas zu sein und aufzuklären und Party zu feiern und Lust daran zu haben. Eine super Geschichte, nur so funktioniert es. Also das wäre mein Konzept, um die Welt zu verändern. Ja, also deswegen nochmal, das machen wir ja beide. Wir haben ja Freude daran, aufzuklären und das Menschliche in den Mittelpunkt zu stellen. Das immer wieder zu wiederholen, dazu sind wir hier. Also wir können Erfahrungen machen und Erkenntnisse gewinnen. Das ist das Geschenk dieser Existenz. Das hat ein Eichhörnchen vielleicht nicht. Und keiner von uns weiß, wie lange das dauert, wie lange wir hier sind. Aber meine Frage ging, also ich will dir den Optimismus gar nicht nehmen. Das ist die Frage nur einfach, und das war der größere Rahmen, den du auch hergestellt hast. Wie es bestenfalls ausgeht, so wie du sagst, das müsste dann aber durch das Aufklären und Tanzen und Superman sein in vielen Herzen und Köpfen aufblühen. Ob wir diese Wirkung haben, weiß ich nicht. Schön wäre es, deswegen habe ich das gefragt, wenn Kai Stut auf der anderen Seite sitzen würde und sagen würde, ey, das ist echt dumm gelaufen, der Weg ist falsch, wir machen das jetzt mal ganz anders. Also wenn diese Ansage von einem Verbündeten von oben käme, dass man dann würde die Herde vielleicht eher folgen. Ja, man sagt, das ist jetzt total hip, irgendwie dieses dein Drive-In und nicht mehr McDonald's. Wie gesagt, ich will dir diese Hoffnung, weiß Gott, nicht nehmen. So machen wir das. Wir klären weiter auf und wir tanzen und wir machen gute Laune und hoffen, dass einer von denen da oben umkippt und dass sie nicht weiter sich ihre Yachten bauen und abhauen. Denn das ist ja auch da nehmen wir uns die zum Vorbild. Viele von unseren Mitmenschen, die gehen auch in diesen Kurs, was du gerade meintest, die sagen, ach, ich komme irgendwie schon durch. Ja, ich mache jetzt so einen persönlichen, zieh mich zurück, ich will nicht mehr und sehe zu, dass ich diesen kommenden Krieg überlebe, aber mir doch egal, was mit meinen Nachbarn passiert. Ganz, ganz schlechte Taktik. Aber die kommt auch vorbildhaft von oben. Das ist also, wenn Jeff sich eine Yacht baut, dann ist das Geocache-Prepper-Lager von unseren Nachbarn in Lüdenscheid. Das ist keine gute Idee. Ich glaube schon, man muss aufeinander zugehen. Sich klar machen, wir leben in einer paradiesischen Welt und lass uns das mal anders gestalten. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit entfernt. Und ich glaube auch, es geht ja wahrscheinlich um ein Problem, das gelöst werden muss von der Menschheit. Wir haben einfach begrenzte Ressourcen. Und wir sollten diese Ressourcen einfach so fair verteilen, dass wir, und da finde ich das, also ich bin absolut kein, also ich glaube nicht an den Kommunismus, ich glaube nicht an den Turbokapitalismus, ich glaube auch nicht an eine Demokratie, so wie sie im Moment ist. Aber diese Demokratie, die wir jetzt haben, bietet Möglichkeiten, sie zu verändern, wenn wir unsere Kraft entdecken. Und darum geht es und ich denke mal, wenn wir sehen, dass wir an Dingen viel mehr Spaß haben als in irgendwelchen Konsummist, dann werden wir diese Dinge tun. Wir werden wieder zu Abenteurern und wir werden wieder zu Menschen, die vielleicht einfach viel weniger brauchen. Und jetzt kommt das große Problem, die Überbevölkerung, die vielleicht auch keine ist, das muss man ja auch mal so in Frage stellen. Auch das könnten wir gesellschaftlich lösen. Aber so, wie es gemacht wird, dass die oben sozusagen die unten wegputzen, das kann es nicht sein. Es gibt die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, wir gesellschaftlich haben beschlossen, dass wir in der Zukunft, in den nächsten Generationen einfach das begrenzen müssen und einfach sagen, okay, es macht keinen Sinn, 4 oder 5 oder 6 Kinder zu haben, sondern vielleicht 1 oder 2. Dann hätte man sowas auch human und schlau gelöst. Aber es muss immer aus der Gesellschaft heraus entschieden werden und nicht von wenigen, weil das ist Krieg. Und ich glaube, in dieser Situation befinden wir uns. Und ich bin aber ganz fest, also um meine Hoffnung vielleicht auch mal so ein bisschen vielleicht noch zu relativieren, wir werden mit diesem Zug gegen die Wand fahren. Ich beschreibe das immer so, dass wir müssen durch ein Nadelöhr durch und durch dieses Nadelöhr durchzuschlüpfen, ist nur möglich, wenn wir aufhören zu denken. Wenn wir aufhören, rational mit dem Kopf zu steuern, sondern wenn wir uns wieder auf die Gefühlsebene zurückbesinnen. Und dann werden wir nämlich, ohne dass wir das in Frage stellen, durch dieses Nadelöhr durchgleiten. Und es werden aus meiner Sicht und wahrscheinlich viele hängen bleiben. Ja. Vielleicht auch ich. Also ich halte mich da
Also ich sage gar nicht, ich weiß nicht, welche Fähigkeiten wir brauchen, um da durchzuschlüpfen. Ich bin aber ganz fest davon überzeugt, dass wir das Rationale, was völlig sozusagen die Welt beherrscht, wieder ins Gleichgewicht bringen müssen. Und darum geht es. Es geht einfach darum, dass wir Mensch sind, Ego, um diesen Körper halt einfach zu fühlen und auf der anderen Seite aber auch spiritueller Geist und einfach das einfach auch spüren, was wir tun. Und dann haben wir auch, spüren wir auch und sind wir auch verbunden mit anderen Menschen und mit Tieren und mit der Welt. Ich glaube, darum geht es so ein bisschen. Aber darf ich die Darum Frage mal geht es. zurückstellen? Was ist denn Ja. dein Konzept? Was ist denn deine Idee, aus dieser Krise herauszukommen? Du, haben wir schon besprochen. Ich bemühe mich um Aufklärung. Deinem Das Gedanken kann ist. ich folgen, aber auch dem, ich fühle mich insofern gut aufgehoben in diesem Kosmos, weil ja nichts verloren gehen kann. Und diese, also ich auch nicht, also nur mein Ego geht verloren. Aber solange ich dieses Ego in durch diese Welt trage, bin ich dann auch bei dir wieder, dass ich sage, Erkenntnisse zu gewinnen, da noch ein bisschen weiterzukommen. Als Gruppe sehe ich das so wie du. Kommen wir um die Wand nicht mehr herum in irgendeiner Form. Das wird im Moment ja noch sauber gemacht mit dem Frosch, den man immer langsamer kocht. Also die Leute haben es noch nicht so richtig geschnallt. Es wird sich nicht vermeiden lassen. Das ist auch schon seit mindestens 20, 30 Jahren klar, dass man sagt, wenn man in dieses Gefährt einsteigt in den Kapitalismus und vergessen hat, dass das Ding keine Bremse hat. Einfach, es ist einfach so. Es ist zwangsläufig so, dass es zu einem auf dem Monopoly-Brett dazu führt, dass dann einer am Ende alles hat oder eben diese kleine Gruppe. Das sehen wir jetzt seit Ewigkeiten. Das ist falsch. Wir leben eigentlich, nochmal, ich wiederhole das, in einer paradiesischen Welt. Wir haben viel erreicht als Menschen. Das, was Keynes schon früh vorhergesagt hat, ist eingetreten. Wir müssten höchstens noch 10 Stunden arbeiten. Wir haben alles. Ja, weil wir haben Maschinen, die leider nicht in die Rentenkassen einzahlen. Es ist alles naheliegend. Aber wir werden es nicht aus dem System schaffen. Also solange das System besteht, wird man immer wieder sagen, nee, da kannst du jetzt nicht dran ziehen, das kannst du jetzt nicht verändern, weil dann fällt ja das zusammen, das stimmt auch. Dann geht das nicht und dies nicht. Und wenn wir jetzt die Entwicklungshilfe zu einer echten Entwicklungshilfe machen, statt einer Wirtschaftshilfe für die deutsche Industrie, deswegen ist unsere Entwicklungshilfe dem Wirtschaftsministerium untergeordnet und Wachstumszweig. Wenn wir das mal richtig hinstellen wollen, dann bricht wieder irgendwo anders was zusammen in diesem hochverzahnten System. Das heißt, es wird knallen müssen und ich kann nur hoffen, dass an der Stelle mit dir und Einstein und Bertrand Russell wir uns unserer Menschlichkeit besinnen und alles andere vergessen. Denn dann haben wir das, glaube ich, hinter dem Nadelöhr einen Weg in eine schönere Welt. Und ich hoffe nicht, dass wir da in reinste Finsternis und dass wir zu lange durch die Finsternis müssen. Aus meiner Intuition heraus bin ich mir ganz, ganz sicher. Das ist wie, ich beschreibe das vielleicht immer so, wenn jeder kennt das, wenn er mal depressiv ist oder einfach nicht aus dem Quark kommt, einfach einen Hänger hat, Burnout, keine Ahnung was, dann bricht die Welt, obwohl sie wunderschön ist, um einen herum zusammen. Und man braucht manchmal diesen Druck, man braucht diesen Druck der Veränderung, das kennt man von Menschen, die zum Beispiel krank geworden sind oder wo andere Schicksalsschläge passiert sind, wo man dann rauskommt und einfach vor die Konsequenz gestellt wird, sich wieder zu bewegen. Und ich glaube, das Leben ist Bewegung. Und diese Bewegung hat diese Gesellschaft nicht mehr. Sie ist sozusagen lethargisch und sie ist ja fast schon. Ja, bewegungsunfähig. Und das sieht man an den Wahlen gestern, dass sie bewegungsunfähig und reflektionsunfähig ist. Und ich sehe das so, wenn man einen Berg raufläuft, dann ist das immer ein extrem anstrengender Prozess. Man leidet. Und wenn man dann oben ist, dann hat man einen kurzen Moment des Hochgefühls und dann kommt der Abstieg. Und der Abstieg ist natürlich auch Wehmut, dass man oben war und praktisch das hinter sich lässt. Und ich glaube, wir sind im Moment auf dem Weg des Abstiegs und wir sind aus meiner Sicht so 8 Jahre vor dem nächsten Aufstieg.
Und ich glaube, dass diese Zeit die härteste Zeit wird, weil diese Gesellschaft einfach kapieren muss, dass so eine Hierarchie und so ein Wettbewerb, wie, den wir als fair empfinden, überhaupt nicht funktionieren kann. Man kann nicht sagen, wenn Kinder aus der Schule kommen und gehen dann in dieses Arbeitsleben, in diese Welt voller Fantasie und voller schulischer Ausbildung und dann merken sie, Moment mal, der eine läuft ja bei 99,9 Meter los und erhebt sich über die anderen, die bei 1 Meter loslaufen und der Wettbewerb ist aber derselbe. Das sind alles so Dinge, wenn wir das einfach verstehen, dann würden wir sofort viele Dinge, die wir massiv verteidigen und auch deswegen mitschuld sind, wie zum Beispiel das Erbrecht, würden wir ganz anders gestalten müssen oder einfach auch die Verdienstspanne von Managern oder es geht immer darum, einfach schon einen Wettbewerb dazulassen, aber er muss irgendwo auch eine gewisse Fairness haben. Diese Unfairness macht Menschen blind und lässt diese unglaublich ungerechte, brutale und mörderische Hierarchie entstehen. Und das ist, glaube ich, für mich so das große Problem. Ja, weil es kommt dir, insofern kommt dir die Geschichte jetzt entgegen, weil sich diese Zustände jetzt so verdichten, dass es einfach knallen wird in irgendeiner Form. Ich kann dann immer allen, die mitmachen müssen, nur wünschen, dass es halbwegs glimpflich ausgeht. Also es wird nicht schmerzfrei. Und das, was die auch Politiker, die es dann mal vielleicht ernst gemeint haben, nie gesagt haben im Laufe der Jahre. Man kriegt ja keine Wählerstimmen, wenn du sagst, wir müssen uns irgendwie bescheiden, wir müssen aussteigen aus diesem Zirkus. Das wird jetzt erzwungen, geschichtlich. So. Und ich kann dann nur hoffen, dass nicht irgendein Demagoge zwischendurch noch auftaucht, der mit den einfachen Worten der Russe war es, uns dann wieder in 10 Jahre weitere entbehrungsreiche Finsternis stürzt, sondern dass die Menschen tatsächlich sagen, nee, Moment, was heißt der Russe war es und das Virus war es? Das waren wir doch selber, das waren unsere Maßnahmen, unsere Antworten auf die Geschehnisse, die diese Katastrophe herbeigeführt haben. Und dass sie dann vielleicht doch nochmal zu sich kommen, im geeigneten Punkt. Sonst hast du diesen Zustand wie immer, dass du sagst, jetzt kommt einer mit einer einfachen Lösung und sagt, wenn wir jetzt alle, ne, Putin war es, den müssen wir jetzt aus dem Weg räumen oder wäre schlecht. Ich möchte da, also ich habe ja immer propagiert, dass wir ganz klare Fragen der gegnerischen Seite stellen müssen, um ihnen einfach auch zu zeigen, wie mörderisch dieses System ist. Ich bin immer ein bisschen enttäuscht, weil wir auch wir einfach immer versuchen, vermittelnd die andere Seite darzustellen. Das heißt also, aus meiner Sicht ist das eines der größten Verbrechen, die es in der Menschheitsgeschichte gab. Vielleicht ist es sogar das größte Verbrechen. Es ist nur lautlos, geruchlos und nicht sofort sichtbar. Aber es ist ein Verbrechen, was stattgefunden hat. Und es ist ein mörderisches Verbrechen. Schon alleine, wenn man die Lockdowns nimmt und nach Oxfam einfach ganz klar weiß, 120 Millionen Menschen Ja. sind womöglich mehr an diesen Folgen gestorben, dann ist es schlimmer als der Erste und Zweite Weltkrieg zusammen. Und ich bin da einfach auch nicht gewillt, Kompromisse also in diesem Raum übrig zu lassen, sondern ich will ein ganz klares Feedback von meinen Kritikern haben. Und für mich ist ganz klar, wenn wir in einer Demokratie leben, und das ist ja die Gefahr, dass sie so tun und dass uns immer dieses Gefühl gegeben wird, wir haben doch einen offenen Debattenraum. Nein, haben wir nicht, denn die Bhaktis, die Wodaks und die vielen Ärzte, die ich interviewt habe, haben eine ganz, ganz andere Meinung. Und ersetzt wurden die durch Dr. Streeck oder Professor Streeck und anderen gemäßigten Kritikern. Und dadurch ist sozusagen der scharfe Kritikerbereich ausgeschnitten worden und ersetzt worden. Und das ist die Gefahr eigentlich, wer das ersetzt und sich da auch noch benutzen lässt, ist genauso kriminell wie diejenigen, die anderen ausgeschlossen haben. Das heißt also, wir haben einen verengten Debattenraum und jetzt muss man einfach die Frage stellen, ist das demokratisch? Und so gehe ich auf Gegner zu, wenn dieser Debattenraum beschnitten wird. Bei einer Entscheidung, wo 4,8 Milliarden Menschen geimpft werden, ist das hoch undemokratisch. Und wer übernimmt die Folgen, wenn nämlich das passiert, was die größten Mahner
nämlich sagen, dass nämlich 4,8 Milliarden Menschen in 10 Jahren nicht mehr leben werden. Und dieses Verbrechen, dieses beschnittenen Debattenraum, das ist, glaube ich, wichtig, dass man das einfach immer wieder auch den Leuten sagt, das ist das Risiko, in dem wir uns befinden. Und wenn wir jetzt nicht aktiv werden, dann wird womöglich diese Dystopie eintreten. Und darum geht es, glaube ich, dass man auch ganz klar sagt, hey, ihr seid beteiligt an einem Verbrechen. Aber das können wir vielleicht dann auch fast schon abschließend den Kreis wieder mal schließen. Das meinte ich. Wir brauchen, ich bin nicht immer der Meinung von Jimmy Gerome, was wir irgendwie die ganzen Öffentlich-Rechtlichen komplett übernehmen müssen. Aber es ist schon richtig, dass genau das, was du hier gerade andeutest, um 7:45 in die ARD gehört. Also, dass man genau diesen Punkt und dann auch in der Tiefe mit Wissenschaftlern von beiden Seiten debattiert und bespricht. Wie ist denn eigentlich die Sachlage? Ich sehe das genauso wie du. Ich sehe auch die entsprechenden Telegram-Kanäle und floridianische Gesundheitsminister, die bei Twitter gesperrt werden, weil sie sagen, wir können keine unter 40-Jährigen mehr impfen, weil das Risiko nachweislich viel zu hoch ist und viel höher als ein Covid irgendwas zu erleiden. Nochmal, da sind wir wieder an dem Punkt. Diese Sendung mit Bhakti, Wodak, Drosten, Wieler und oder Experten gehört jeden Abend um 7:45 in die Öffentlich-Rechtlichen. So sieht's aus. Was es übrigens in Klammern gesprochen in Dänemark, wie gesagt, gibt. Deswegen bin ich ganz gerne hier, verstehe zwar nur jedes 18. Wort, aber ich sehe einfach, dass da etwas stattfindet, was von Respekt getragen ist und bei Meinungsverschiedenheiten eben auch dann vor der Öffentlichkeit diskutiert wird. Dann hättest du ja dieses Problem in Deutschland nicht. Ja. Dann wüssten die Leute ja um die Risiken und auch, dann würde da eben nicht Herr Streeck sitzen, der irgendwas dazwischen macht. Also Stör kann man ja inzwischen drüber reden, aber ja. Wir können das Ganze ja vielleicht auch nochmal auf die kriegerische Situation in der Ukraine halt, auch diese Fragesituation, was ja eigentlich, wie du schon sagst, auch eine Talkshow wert wäre, weil man da natürlich auch ganz klar über Fakten redet, nämlich warum ist das so? Ne? Also wie kann man einen Debattenraum verkürzen, wenn ein Professor Bhakti schon im März 2020 gesagt hat, hallo Frau Kanzlerin, was wir ja da damals auch gedreht haben und wo ich einen unglaublich vermittelnden Professor Bhakti, einen panischen Professor Bhakti erlebt habe, der Angst hatte, dass die Politik sich einem Irrtum aufgesessen ist, der helfen wollte. Und wie ich dann einem Bhakti dann ein Jahr später gemerkt habe, der wütend war, weil er natürlich gemerkt hat, dass er hier ins Boxhorn gejagt wird und dass er benutzt wird, um die Kritiker zu diskreditieren. Und das will ich jetzt mal ganz kurz vielleicht noch auf den Krieg aufzeigen, also warum wir einfach auch so klar und auch kämpferisch, also in dem Fall auch kämpferisch, friedlich kämpferisch auf die andere Meinung zugehen sollten, selbstbewusst zugehen sollten. Weil es geht darum, die wichtigsten Fakten sozusagen herauszuziehen und eine faktenbasierte, einen faktenbasierten Faktencheck im Grunde genommen zu machen, was die anderen ja mit ihren komischen Sendungen immer wieder tun, nämlich Fragen zu stellen, die so undemokratisch sind, offensichtlich, dass man sich nur an den Kopf fassen kann. Also die zweite mit dem Krieg, die ich auch öfter wiederhole, ist, wenn ein Hofreiter schwere Waffen fordert und in dem Bewusstsein, dass wir 27 Millionen Russen im Zweiten Weltkrieg umgebracht haben, 27 Millionen, ich glaube, das ist fast ein Fünftel der russischen Bevölkerung. Wie kann man als Deutscher so eine Forderung stellen, wenn man weiß, dass Putin und alle anderen womöglich Verwandte haben, die durch unsere Waffen umgekommen sind? Da braucht man über alle anderen Sachen gar nicht mehr zu reden. Wir haben da eine Schuld und als Deutsche dürften wir niemals fordern, dass schwere Waffen nach Russland geschickt werden. Damit zeigt man eigentlich schon die Schizophrenie und dass es nur um das Geldverdienen geht, dass es nur darum geht. Im ersten Step war die Pharmaindustrie dran, jetzt dann die Kriegsindustrie mit ihren 100 Milliarden Sondervermögen und noch vielen, vielen anderen Milliarden. Und jetzt ist die Energiewirtschaft, die gepimpt wird und wo das Geld dann über BlackRock dann an wenige Leute geht. Ja, du darfst nicht vergessen, dass wir zwischendurch noch die Banken
gerettet haben. Aber Ach gut, so, ja. seit 2019, ja, also auch da ist ja War ja durch das, Peanut. Das war na ja eben, Taschengeld. das Nachdrucken von mehr Dollars und Euros seit Bestehen der Währung. Gut, das können wir unter den Tisch fallen lassen, ja. Also Also, eine aber Sache, wo ich das. mich im Leben am allermeisten getäuscht habe, das hat mich diese Krise halt wirklich gelehrt. Ich habe immer gedacht, verdammt, wenn man sich als Gesellschaft irgendwie weigern will, dann verweigert man irgendwann einfach mal gesellschaftlich die Arbeit. Wir haben aber in der Corona-Krise gesehen, verdammt, das macht ja gar nichts. Ist ja scheißegal. Wir können in den Lockdown gehen und können alles pleite gehen lassen. Es kratzt die da oben gar nicht. Das war mein größter Irrtum, das muss ich wirklich sagen. Ich dachte mal über die wirtschaftlichen Druck, über so wie man das eigentlich kannte, so in den Aber vor 200 genau. Jahren kann man alles erreichen. Aber Aber jetzt denk das mal zu Ende. Also das Mittel von, sagen wir mal, das Mittel von uns war früher, also die Arbeit niederzulegen auf den Feldern, auch wenn man was nicht will, zum Beispiel Krieg führen oder sonst was, oder keine Kinder mehr zu kriegen. Das wäre dann so die Verweigerung der Frauen gewesen. Und wenn man sagt, das könnt ihr beides, das ist überhaupt kein Druckmittel mehr, es interessiert Nee, uns das nicht. Wir ist drucken uns unser Geld, machtlos, wir drucken uns ruhig. unser Geld selber. Wir Genau. verteilen das von links nach rechts für Zettelsortierer. Die haben ja auch gerade wieder 250.000 Gesundheitsbeamte eingestellt und drucken sich das Geld selbst. Kinder wollen wir sowieso nicht mehr. Wenn, kriegt man die ja auch im Reagenzglas. Und das heißt, für uns ist es aber auch ein bisschen gefährlich und auch für die Zettelsortierer, dass man sagt, wenn die euch nicht mehr brauchen, die können euch auch einfach abschalten. Ja, Diese Maschine funktioniert von selbst. vor Ich allen habe immer Dingen. gesagt, am schönsten ist es eigentlich, du könntest es jetzt schon so machen, um das Bruttoinlandsprodukt zu erhalten. Kannst du auch eine Lieferdrohne zu dir nach Hause fliegen lassen, die legt die Pizza vor der Tür ab, die du mit deinem Handy bestellt hast, und dann holst du sie nach 2 Tagen vergammelt wieder ab, weil du bist schon lange tot. Aber du sorgst für Umsätze. Also diese ganzen Möglichkeiten, ich glaube, also das wäre ja tatsächlich nochmal ein Thema für sich, wie nämlich im Grunde genommen eigentlich die Technik mittlerweile unsere größte Gefahr ist, ne? Also ich glaube, das Handy ist uns gar nicht klar, wie uns das manipuliert und wie gefährlich dieses Handy auch ist, ne? Wie abhängig, wie wir Dinge verlernen. Und genauso ist es ja auch. Wir haben ja auch verlernt, unser eigenes Essen zu machen. Ich meine, ich bin hier auf Korsika, beschäftige mich immer so damit, also hier ist ja das Gute, hier gibt es Wasser, hier gibt es immer irgendwas zu essen. Aber man muss sich ein bisschen auskennen, ne? Also man braucht hier nicht unbedingt einen Garten. Ich könnte es wahrscheinlich, wenn du jetzt schnell bist, in den nächsten Monaten so viel Maronenmehl mahlen, wenn du weißt, wie es funktioniert, dass du den ganzen Sommer über und das ganze Jahr über von Maronenmehl. Hier gibt es Millionen von Bäumen, die voll bis oben hin mit Maronen sind. Das ist Aber übrigens eins der wertvollsten Mehle, die es gibt. Ne? Und so gibt es Pilze und werde auch in Dänemark, was ich im alten Land auch hatte, wieder versuchen, der Natur Himbeeren und Kartoffeln abzugewinnen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist wirklich der, das muss man auch mal ins Bewusstsein tun, was du gerade sagst. Vorsicht, ihr vielen Zettelsortierer, weil das Bruttoinlandsprodukt besteht zu, glaube ich, 80% aus Dienstleistungen. Das heißt, die eigentlich lebensnotwendigen Dinge machen nur einen ganz, ganz kleinen Teil aus. Das ist das, was die Bauern machen und was, also die Dienstleistung, die Pflegerin lassen wir jetzt mal als wichtig mit drin und auch durch Müllwerker. Aber ansonsten lebt ihr da alle in so einer wirklich interessanten Blase, in der nichts produziert wird. Das wird zwar alles gezählt, weil da bewegt sich ja Geld hin und her, aber das ist alles für den Arsch. Und wenn wir jetzt wieder die an die Spitze der Pyramide gucken, dass man da auch sagen könnte, wisst ihr was, also wir können doch eigentlich ohne die alle leben. Ja, die Nee, können atmen wir ganz ohne die viel leben. CO2 aus, wir brauchen nur die Bauern und uns die Reichen. Und deswegen erwarte ich eigentlich von dieser zettelsortierenden Mitte, dass die mal irgendwie merken, auf was sie zusteuern. Ja, Dass vor allen die Dingen wirklich. hofieren wir sie ja noch, ne? Also ich Ich gebe mal nicht. vielleicht ein Beispiel. Es gibt Friday for Future, die ihre Eltern hassen mittlerweile, wo die Kids einfach ihre Eltern hassen, weil die dafür verantwortlich sind, dass sie das Global Warming verzapft haben. Und lassen sich von denjenigen finanzieren, die über Global Warming reden. Ich denke da nur an Al Gore und Konsorten, die einen Oscar dafür bekommen, dass sie eine unbequeme Wahrheit gedreht haben und dadurch sozusagen jegliche Gegenmeinung
des Global Warmings außer Gefecht gesetzt haben. So, und jetzt muss man einfach mal sehen, die fliegen jetzt mit 1500 Learjets nach Davos, diskutieren darüber, dass die Hausfrau mit ihrem Auto nicht mehr fahren darf, sind aber mit Sicherheit beteiligt an TUI, die ihre riesen Luxusdampfer haben, die Zehntausende von Litern pro Tag verbrauchen und fahren dann mit oder fliegen dann mit ihren Learjets zu ihren Hubschraubern, fliegen mit ihren Hubschraubern zu ihren Superjachten, die auch Zehntausende von Litern verbrauchen und fliegen von ihren Superjachten zu ihren supergroßen Villen irgendwo in der Welt, die auch Aber super viel Energie verbrauchen. Und das geil. sind diejenigen, ich bin noch nicht ganz fertig, das muss ich noch zu Ende bringen. Und das sind diejenigen, die diese Umweltverschmutzung, diese unglaubliche Umweltverschmutzung mit ihren Großbetrieben in Asien und irgendwo anders in der Welt damit ihr Vermögen gemacht haben. Und die sagen jetzt: Moment mal, die Hausfrau ist hier der Umweltverschmutzer und die Kids glauben den Scheiß auch noch. Und das Genau. ist das, wo ich einfach nur sage: Sag mal, seid ihr blind? Ich bin sofort dafür, ich stelle mich in die erste Reihe. Ich glaube auch, dass wir einfach die Umwelt schützen sollten und dass wir diesem Wahnsinn, aber dann sollten wir als allererstes die Hierarchie, nämlich der Hybris, den Kopf abschlagen und sagen, keine Learjets mehr, keine Privatjachten mehr, keine Luxushäuser mehr, die da durch die Meere fahren und keine Menschen mehr, die so viel Geld machen, dass sie damit Politik machen. Dann bin ich sofort dabei. Und bin bei Friday for Future und hoffe, dass wir etwas, eine bessere Welt sehen können. Das ist mein Angebot, würde ich sagen. Okay, gutes Angebot. Ich wollte jetzt nur, ist eigentlich zu spät, ich wollte es trotzdem mal sagen, Bill hat ja seine eigene Kerosinherstellung. Also er hat das ja erklärt, warum er so viel fliegen darf. Weil das ist ja nicht umweltschädlich. Also. Also das ist, sein Kerosin wird quasi auf irgendeiner natürlichen Basis. Er legt da großen Wert drauf. Ah ja. Für seine ganzen Yachten. Und er kostet zwar 20 Mal so viel, also irgendwie bemerkt er auch den Denkfehler nicht, aber deswegen darf er so viel fliegen, wie er will. Was die kommenden Generationen betrifft, sei mir nicht böse, ich hatte das irgendwie, meine Tochter hat heute Geburtstag und ich glaube, sie wird mich hassen, wenn ich jetzt nicht gleich irgendwie mal zeige. Auf jeden Fall Friday for Future, Na, sonst habe die ich wird, heute ihr naja, ein nee, nee, unangenehmes die, Geburtstagsgeschenk gemacht, nämlich na, die die Wahrheit. klebt sich nicht an die Straße, so Okay. kinderhaften für ihre Eltern oder so. Nee, Okay. nee, das machen wir gar nicht. Nee, aber ich muss jetzt, glaube ich, mal kurz dem Ja, ich Kind ein. danke dir für dieses Interview, was du sehr taktisch gut zu einem Gespräch umgewandelt hast. Ist mir auch noch nicht passiert, aber ich fand es sehr, sehr interessant und ich hoffe, Ach, dass das das ist mir weiter. eine Freude. Das macht mir Spaß, dass dir das noch nicht passiert ist. Finde ich schön. Vielen Dank. Ja, nee, das war Auch wirklich dir. also eine gute Taktik und ich finde auch, dass das so bleiben kann und ich hoffe, den Leuten hat es auch gefallen und ich hoffe, wir können uns mal über den Körper unterhalten, über Gesundheit, über das ist ja auch eine lange Geschichte und ich denke mal, da gibt es viel, was wir auch vielleicht in die Welt bringen können, dass wir uns relativ unabhängig machen können von Menschen, die denken, man muss im Gesundheitswesen Geld verdienen, anstatt Menschen zu heilen. Also ich glaube, da Da rennst du bei mir wow. offene Türen ein. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber sonst kann ich dir meine paar bescheidenen Betrachtungen dazu auch nochmal irgendwann in die Post stecken nach Korsika. Also das können wir gerne machen, gesondert, Special Interest für Leute, die auch das interessiert, würde mich freuen. Das hat knallharte faktische und philosophische Aspekte, die spannend sind, denke ich auch. Denke ich auch. Lass Ja, uns, wir vielen Dank. verabreden uns nochmal irgendwann, Kai, für ein Ja, sehr schön. Gesundheitsgespräch. Finde ich gut. Also auch deine Stimme ist ja so meditativ. Ich glaube, dass das Alle heute sind inzwischen eine Wirkung hatte. eingeschlafen. Ja, inzwischen schlafen alle. Also ich frage mich ganz einfach, bin ich noch wach oder bin ich schon in Trance? Super. Genau. Ja. Gut, dann Ja, vielen schläfere ich Dank. jetzt mal. Ja, ich Und dann schläfe bis jetzt zum gerade nächsten mal Mal. ein Danke an und meine dann. Zuschauer ja, für dieses nette Gespräch. Bis zum Danke nächsten dir. Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Da in den letzten Monaten die Spenden merklich zurückgegangen sind, möchte ich euch nochmal herzlich darum bitten, uns mit unserer Arbeit zu unterstützen. Ihr helft damit, unabhängigen und kritischen Journalismus zu ermöglichen. Bitte vergesst auch nicht, uns bei YouTube und Telegram zu abonnieren. Vielen Dank, euer Kai Stuth.